Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Die Fehde zwischen den Weingütern, der wir zuletzt nachgegangen sind, die erweist sich als eine immer größere Geschichte. Eine Geschichte, die wir jetzt auch noch nicht sofort klären können, weil wir in eine ganz andere Region dieser Gegend dafür reiten müssen. Insofern haben wir das verschoben, erkunden aber weiter hier den Norden und kümmern uns als nächstes um einen Auftrag. Kaufleute suchen unsere Hilfe mit einem Monsterproblem. Also eine echte Hexerangelegenheit. Und dann schauen wir mal, worum es da geht. Wir haben ja hier jetzt schon an diesem Lager, wenn ihr euch erinnert, einen merkwürdigen Aushang gefunden. Irgendwie ein weißes, fliegendes Monster war da zu sehen, oder da war die Rede davon. Vielleicht geht es auch bei dem Auftrag darum. Könnte ich mir gut vorstellen. So, die müssten da an der nächsten Kreuzung irgendwie auf uns warten. Ansonsten ist es auch schon spät Nachmittagabend. Mal sehen. Oh, da wurde ein Lager aufgeschlagen. Okay, ein Handelsposten. Interessant. Das Lager ist verlassen, aber die Zerstörungen sind noch frisch. Ich bin wohl knapp zu spät gekommen. Oh mein Gott. Sollte mich dennoch umsehen. Okay, das sieht ja wirklich dramatisch aus. Ah ja, auch hier sind schon diese... Ja, auch hier sind diese Schilder. Großer weißer Schrecken, was kann das denn sein? Ein Mann, er ist verblutet. Die Wunden stammen den Klauenspuren nach von einem großen Vieh. Und es hat ein breites Grinsen mit langen Zähnen, sagt die zerrissene Kehle. Ein breites Grinsen, okay. Ja. Kampfspuren, Pfotenabdrücke, eindeutig von einem Monster, aber nur an einer Stelle. Muss ein Angriff aus der Luft gewesen sein. Das muss ein Drakonid sein. Ein Basilisk vielleicht. Allerdings sind diese Spuren irgendwie anders. Hier ist es gefährlich. Ich schätze, ein Basilisk treibt sich hier rum. Du solltest dich lieber fernhalten. Aber das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Hast du diese Warnungen ausgehängt? Oh ja, damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler, armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass zwei Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Ha! Okay, offenbar hält sich ein Adliger da eine besondere Art von Schoßhündchen, oder? Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademarta gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert. Wenn es aber doch mal passiert. Wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen, aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Tja, ich weiß ja nicht. Nee, ne? Also, das kann man eigentlich nicht dulden, oder? Wer genau bist du? Und was interessiert dich an dem Monster so? Graf Borchis, stets zu Diensten. Was das Monster betrifft, nun, diese Unterart ist das Symbol unserer Dynastie. Die Familie di Salvares signiert seit Jahrhunderten mit dem Regulus Platinum.
Der Familienlegende zufolge rettete einst ein Weibchen dieser Art einen unserer Vorfahren, der noch ein Junge war, aus einem brennenden Gebäude. Sie brachte ihn in ihr Nest und fütterte ihn wie eines ihrer Jungen. Mumpitz. Gewiss, aber schöner Mumpitz. Ach Mensch, das ist gar nicht so eine einfache Frage, finde ich. Ich meinte, die Frage ist, gibt es hier ein öffentliches Wegerecht? Ist das ganze Gebiet Privateigentum? Wenn Sie sicherstellen, dass der Basilisk nicht das Privateigentum verletzt, könnte man argumentieren, ja, ist halt Ihr Ding. Sie haben Warnschilder aufgestellt. Du behauptest, dies wäre der letzte Basilisk, das hat er doch gar nicht gesagt, oder? Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden. Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basiliskenpopulationen? Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir zwei. Aber der Gefährte von Jocaste ist leider verschieden. Jocaste? Warum sollte sie keinen Namen haben? Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Jocaste gebrütet, zwei Eier. Aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als ihr Gefährte starb. Okay, das wird ja immer wilder. Jetzt hat das Ding schon einen Namen. Wo nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast zwei Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Okay, also Geralt ist auf jeden Fall wild entschlossen, das Ding zu besiegen, wie es aussieht. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie noch eine Kompromisslösung in der Sache. Ich wäre da jetzt nicht so wild entschlossen. Wir gucken mal. Silberbasilisk. Geralt hatte ein Faible für Kreaturen, die angeblich nicht existieren. Seines Vampir mit Herz oder Vertreter angeblich ausgestorbener Spezies, die kein Gelehrter je klassifiziert hat. So nahm er einen Auftrag an, der auf den ersten Blick banal wirkte, bei genauem Hinsehen aber hochinteressant war. Es ging um den letzten Basilisken einer für ausgestorben gehaltenen Spezies namens Regulus Platinum. Okay, Pyrol brauchen wir, Drakonidenöl ist klar. Art und Igni. Ich denke, Pyrol hatten wir noch. Ja, haben wir noch drin. Wobei, langsam sollten wir auch mal wieder eine Rast einlegen, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon angemessen ist. Wir können schon mal Drakonidenöl auflegen, aber ich denke, es wird noch nicht so schnell zum Kampf kommen. Egal. Gut, wir müssen hier noch ein bisschen weiter suchen. Wir suchen erstmal noch eine andere Leiche. Seltsam, diese Brandspuren. War das das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja. Wunden von Silberbasilisken werden ganz besonders brandig. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten. Geralt ist voll so drauf, das Ding zu töten, während er so ganz verzweifelt ist. Ich möchte, dass wir das tun. Aber wir haben immer noch nicht das zweite Opfer gefunden. Schauen wir mal. Ah, hier ist sogar ein Rüstungstisch. Krass. So, gibt's noch weitere Spuren? Hier vielleicht? Zerstörte Fässer. Der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergerben. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Yokoko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Zerstörte Fässer mit Speichel dran.
Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es zwei Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Jocaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht. Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen, ihre Waren parfümieren. Damit der Basilisk sie zerstört. Dann können sie die Versicherung kassieren. Mhm. Aber würden sie dann einen Hexer beauftragen? Ja, es ist aber... Ich finde es tatsächlich... Ich kann seine Argumente irgendwie... Ich kann ihn irgendwie ein bisschen verstehen. Eigentlich möchte ich das Vieh gar nicht töten. Wir haben ja noch eine Spur. Basiliskenschuppen sind eigentlich dicker, nicht so fein. Dieser hier könnte feuerempfindlich sein. Du hast recht. Jocaste hat schreckliche Angst vor Feuer. Sie ist eine sehr empfindliche Kreatur. Du darfst sie nicht töten. Sonst rottest du mit ihr eine ganze Spezies aus. Oh Mann. Die arme Jocaste. So. Aber... Die Spur? Aha. Sie geht von den Fässern aus. Okay. Er wird bestimmt mitkommen, vermute ich mal. Ja, wo ist die Spur? Da ist die Spur. Okay. Sie führt uns in den Sonnenuntergang. Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Blutflecken. Eindeutig. Ja, in den Lüften. Aber offenbar haben wir immer noch irgendwie eine Spur. Da haben wir den Geruch wieder. Okay, da haben wir nebenbei noch ein anderes Monsterlager entdeckt, aber ich glaube, das hat jetzt nichts mit diesem Auftrag oder mit dieser Sache zu tun. Oh. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Auftrag der Böttcherzunft. Okay. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf di Salvares führt. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit, von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große weiße Schrecken anrichtet. Selbst bei Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Okay, das spricht schon auch wieder für den Basilisk und für den Grafen. Denn, ich meinte, was ist das für eine zynische Sache, dass sie ihre Leute trotzdem hier durchschicken? Nee. Ich bin immer mehr der Meinung, dass der... Was jetzt? Was ist jetzt los? Was höre ich da? Hä? Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen. Was machen die da? Sie wird sich nicht in ihrem Nest aufhalten, solange Krieger Jagd auf sie machen. Sie hat Angst. Scheint zu wissen, dass mit uns nicht zu spät. Jamor, Ovri, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch, woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Warte mal, es gab doch so eine Truppe, die Geralt, also es gab eine Kurzgeschichte, wo die auf Drachenjagd gewesen sind.
Da gab es auch so eine Truppe, die so ähnlich drauf war. Es könnte diese sein oder zumindest Bezug nehmen darauf. Das kommt auch in der Witcher-Serie vor, in der ersten Staffel, wenn ich mich recht entsinne. Ich könnte mir vorstellen, dass da der Zusammenhang da ist. Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und Neuntöter. Und ja, genau. Den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Die menschliche Unterart? Nee. Der Basilisk bleibt am Leben. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Oh, dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Aber, hattest du nicht was von Geld gesagt? Habe ich in der Tat. Und ein Mann, ein Wort. Dein Anteil, Hexer. Wow. Das war ja einfach. Alles Gute, Hexer. Seltsam, mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Macht's gut, Leute. Du hast Jocasta verschont. Ich danke dir. Sei versichert, dass ich aufpasse, dass sie niemanden mehr umbringt. Du musst dir mehr Mühe geben. Hier darf niemand mehr herkommen. Das werde ich tun. Meister, du musst diese symbolische Summe nehmen. Wärst du nicht gewesen, hätten diese Haudigen meine Jocasta gewiss erschlagen. Ich brauche nicht mehr. Gib es lieber den Familien der Opfer deines Haustierchens. Das ist edel von dir, Meister. So soll es sein. Jocasta hat ihr Nest verlassen. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken, keinen silbernen. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Jocasta bald wieder. Ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. Ach, schaut mal. Wir haben jetzt die Tugend des Mitgefühls erreicht. Okay, und damit bleibt nur noch die Weisheit offen. Ach, das ist ja ein schöner Nebeneffekt hier. Finde ich gut. Wir gucken uns kurz auch nochmal das Nest an. Für ein bisschen rohes Fleisch. Und er macht Notizen. Was ist hier noch? Nee, das kann hier mal liegen bleiben, das verwesene Fleisch. Schön. Ich will mal kurz schauen, wo befinden wir uns jetzt eigentlich gerade. Oh, wir sind ein bisschen abseits gekommen, alles klar. Und plötzlich haben wir auch beim Handelsposten zurückgelassen. Außerdem haben wir hier ein Monsterlager noch zwischendurch gefunden. Das sollten wir uns ebenfalls nochmal anschauen. Aber es ist Nacht. Ich denke, es ist mal Zeit, dass wir rasten. Wollen wir das in der Nähe hier dieses Nestes machen? Wir wollen
den Basilisken doch nicht stören. Gehen wir ein bisschen weg von diesem Ort. Bin ich ungefähr richtig? Ja, ich sag mal, unser weiteres Ziel ist eigentlich da hinten. Ah, das gehört noch zu den Weinfäden. Alles klar. Wir werden hier auf dieser Lichtung, glaube ich, meditieren, um uns dann am nächsten Morgen mal mit diesem Monsterlager zu befassen. Machen wir das so, vielleicht sehen wir auch noch von Weitem den Basilisken zurückkehren oder im Nest sitzen, wer weiß. Sehr schön, da ist der Morgen. Ich will nur mal um die Ecke gucken, ob man vielleicht noch was sieht. Das Nest scheint nach wie vor unbesetzt zu sein. Okay, also gehen wir mal auf die Suche nach diesem Monsterlager, das hier irgendwo in der Nähe war. Hör ich ein Gewitter heranziehen? Sieht ganz so aus. Wartet mal, bin ich jetzt hier falsch? Ah, ich bin etwas falsch, ja. Andererseits auch nah dran. Ah, okay, es sind wieder... Alles klar. So, wir haben wieder diese Viecher. Das heißt, wir nehmen Pirol. Ich nehme schon mal ein bisschen Schweinefleisch. Und dann geht's ran an den Speck. Schmeckt dir das, Silver? Okay, das war aber gar nicht das Monsterlager, wie ich gerade bemerke. Interessant. Das war nur ein Nebenmonster. Aber das grüne Mutagen nehmen wir gerne mit. Das Lager ist dort und es scheint eine Höhle zu sein. Ah, okay, da kommen wir rein. Relativ unscheinbar. Ein Sturm, verdammt. Ist nicht so schlimm, Geralt. Wir sind direkt in einer Höhle. Die Nebelgruben. Okay. Was hat es damit auf sich? Ich warte mal, hier geht es zum Gang. Da können wir wahrscheinlich nicht hochklettern. Da werden wir möglicherweise rauskommen. Gibt es links und rechts einen Gang? Wir gehen mal. Ah, okay. Auch so eine Viecher. Oh. Oh Gott. Warte. Haben wir den Pirol noch? Der ist eigentlich noch aktiv, ne? Gift dürfte uns nichts antun. Häng mir deinen Kopf an den Sack. Das mach mal, Geralt. Okay. Wir gehen mal auf Waldkauz. Boah, was machen die denn für einen Schaden? Das ist ja Wahnsinn. Okay. Ein Viech liegt aber, glaube ich, noch, oder? Ja, das ist hier hinten in der Ecke, ne? So, Waldkratz ist noch aktiv. Oh Gott, wie sollen wir da denn bitte vernünftig reinkommen? Dieser Gestank. Haben wir das besiegt jetzt? Ah, sieht ganz so aus. Oh, das war aber irgendwie eine knappe Kiste.
So, ich bin irgendwo jetzt runtergefallen, aber ich glaube, wir sind immer noch in der Höhle. Ja. Genau. Dann plündern wir mal alles. Gut, da war ich vorhin runtergefallen. Gibt es hier oben in der Ecke erstmal noch was außer Pilze? Nein. So, wir müssen aber unbedingt ein bisschen essen. Da hinten finden wir was Besonderes. Hier hat jemand sein Lager aufgeschlagen gehabt. Alexandre. Oh, wir sind hier sogar... Ah, stoßen hier auf Großmeister-Schema. Schematag. Das Tagebuch, das uns jetzt gerade nicht angezeigt wird. Was ich aber trotzdem gerne nochmal lesen möchte. Jetzt können wir es lesen. Ich habe alle Brücken hinter mir abgerissen. Eine Rückkehr ist unmöglich. Nicht, nachdem ich gemordet und die Großmeister-Schemas genommen habe. Vermutlich sind sie mir schon auf der Spur. Hoffentlich kann ich die Sache schnell hinter mich bringen und im Süden ein neues Leben anfangen. Meine Zeit als Hexer ist vorüber. Delaunay kann ich nicht trauen, erst recht nicht, da er darauf besteht, dass wir uns bei den Banditen treffen. Ich habe die Schemas in einer Höhle versteckt, die kein Normalsterblicher betreten kann. Wenn alles glatt geht, hole ich mir mein Geld, sage ihm, dass der Schatz in den Nebelgruben liegt und biete ihm dann gegen weitere Bezahlung meine Eskorte an. Wenn es nicht glatt geht und jemand diese Notiz findet, so wisse er dies, das war es wert. Es war das Töten und Stehlen und überhaupt alles wert, aus dem miserablen Leben in der Spur zu entkommen. Das kennt jeder Hexer. Diesen Wunsch, alles fallen zu lassen und in den Sonnenuntergang zu reiten. Dieser hier hat entsprechend gehandelt und teuer dafür bezahlt. Da lebt niemand mehr. Aber vielleicht finde ich trotzdem ein paar Hinweise. Okay. Ah, in dem Haus finden wir Hinweise auf den Rest der Ausrüstung. Spannend. Gut. Wir schauen trotzdem nochmal hier links und rechts. Ob hier noch was ist. Da kommen wir vermutlich zurück. Genau. Ah, und da könnte man vielleicht rüberspringen. Wartet mal. Verbirgt sich da noch irgendein Geheimnis? Nee, rüberspringen sieht schwierig aus, oder? Da drüben ist aber eine Kiste, da muss man irgendwie hinkommen. Und hier ist Blut, da oben liegt noch jemand. Ah, wir können hier einfach hochklettern. Alles klar. Okay, ist er das möglicherweise selbst? Mein Gott, der hat ja viel bei sich, unter anderem diesen Liebesbrief hier. Mein liebster Freund, Gustav, ich möchte dir für unser letztes Stell-Dich-Ein tausendmal danken. Beim Gedanken an das nächste schwimmt mir vor Glück der Kopf. Ist es nicht seltsam, dass sich zwei Fremde so schnell so nahe kommen können? Du fragtest, ob es etwas gäbe, was ich besonders schätze. Nun, Gustav, ich hatte schon immer eine Schwäche für Blumen. Mein tragisch verblichener Verlobter hat sie mir immer in den Nebelgruben gesammelt. Ich müsste lügen, wollte ich behaupten, ich hätte jemals schönere Blumen gesehen. Ach, bei dem Gedanken daran, auch du könntest solches auf dich nehmen und mir dort mit eigener starker Hand einen Strauß pflücken, setzt mein Herz einen Schlag aus. Wenn du mir diese Blumen bringst, so beweist du damit deine wahre Liebe zu mir. Ewig dein... Deine Bella de Gnes. Er wollte hier Blumen pflücken und ist auf spezielle Pflanzen vermutlich getroffen. Okay, nochmal Handschuhe. Und vermutlich werden wir dann hier vorne am Eingang rauskommen, so wie es aussieht.
Jo. So ist es. Draußen, wollte ich gerade sagen, hat der Sturm aufgehört, aber dem scheint nicht so zu sein. Wir kehren zu Plötze zurück. Als nächstes kümmern uns um ein weiteres Problem des Coronata Weinguts und gucken dann, ja, was wir hier tun können. Hier ist ein Auftrag zu erfüllen und hier können wir noch Katzenschulenausrüstung finden. Und dann sind wir fast ganz im Norden angekommen. Okay, ich denke, der Weg zurück da hinten, der ist unspektakulär. Insofern, aber dieser Baum ist schön. Na los, das kleine Stück können wir auch noch zusammenlaufen. Da sind wir zurück. Plötze ist da hinten auch noch hervorragend. Dann kann ich beruhigt erstmal auf Wiedersehen sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.